So, dann sagen wir doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days. Ich bin der Zumbarock, mit dabei ist der Kuga. Der gerade. Oh, Airdrops. Wohin? Die Dropse, da hinten Felze. Sag mal, kann er nicht umfallen? Willst du wohl, Alter? Deine Airdrops, wie weit ist dein weg? Gar nicht weit. Das ist auch gerade ganz dreist, einfach abwarten, daneben stehen geblieben, ne? Ja, ich wollte mal gucken, ob der abgelenkt. Ich wollte ihn ja nicht ablenken, ne? Ach so. Sollen wir mal den Drops holen, ja, ne? Der ist gleich da um die Ecke, ist nicht so weit weg. Ja, quasi Richtung zu Hause. Jo, würde ich sagen. Sollen wir mal, ne? Boah, lass uns mal reingucken. Ja. Mal gucken, was so drin ist. Gott, was ist mit der Ausdauer los? Ja, Sonnenschein, die Straßenprobleme, das ist ja der Grund, warum die 18 noch nicht da ist, ne? Weil der World Creator noch nicht so richtig funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Siehe komische Berge an manchen Ecken. So. Ja, ich muss viel trinken, weil ich habe alles komplett nur auf Intelligenz gepumpt, damit wir schnell an Forge und gutes Werkzeug kommen. Ich habe sonst außer Headshot und Archery keinen Skillpunkt verteilt. So. Da ist eine Kirche. Kirche? Sehen Wohnhaus. Dahinter ist Kirche. Ah. Guten Abend, Reist. Herzlich willkommen. Stimmt, da ist eine Kirche und rechts ist noch ein Militärcamp. Das Häuschen. Kindergarten. Nicht, waren wir da schon drin? Höchstwahrscheinlich. Hä? Lol. Wer ist denn das hier? Ist der scheiß Airdrops auf dem Dach? Ich hab den gerade eingesammelt. Ah, okay. Da stand ein Zombie mit vor der Tür. Den habe ich mal kurz operativ entfernt. Da war massenhaft Futter drin. Essen. Was mit Trinken? Ne, Trinken gar nicht. Aber ich hab hier eine Dose Nudeln. Ich weiß nicht, ob da Wasser drin ist. Hi, Reist. Nee, Nudeln ist kein Wasser. Eine Suppe würde ich nehmen oder so. Oder irgendwas zu trinken. Dosenfound. Wird eine Suppe sein. Willst du haben? Ja, irgendwas zu trinken. Hühnersuppe. Oder Hühnersuppe. Da, eine Hühnersuppe. Danke. Ich kann auch ins Glas pinkeln, wenn es sein muss. nee. Bevor ich verdurste, nehme ich auch das. Großartig. Warte mal, wie bin ich denn? Ich bin so, ich fühle mich gerade überlastet. Was denn? Was? Der war gut, der Schuss. Wie weit ist denn Heim weg? Zu Hause? Das ist gar nicht so weit. Ich bin überladen. Volles Fund hier. Wo bist denn du? Wer, ich? Da. Ich bin hier. Der hier. Weißt du? Aber ich bin überladen bis zum geht nicht mehr. Ja, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du mir drei oder vier Sachen ab oder wir laufen nach Hause. Drei oder vier Sachen? Mhm. Ich habe so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen. Dann wäre ich aber dann schon, ne? Nee. Ja, sagen wir es so, ich bin jetzt schon überladen, aber ich könnte dir noch ein bisschen was abnehmen und wir könnten die Hütte hier vielleicht noch looten. Ja, dann lass das rein, mein Gott. So, jemand da? Vogelnest. Federn kann man immer gebrauchen, weiß man ja nie, ne? Das kommt. So. Ja, ist jemand da? Ich hab's durchs Fenster gesehen. Tatsächlich, machen wir hier. Hallöchen, Mutti. Die ist, glaube ich, sehr angefressen. Ich weiß nicht warum.
So, ich guck mal rein, was los ist. Hallo? Oh Mensch, jetzt soll ich überlegen. Lass mich mir was machen, nicht? Da liegt eine dicke Frau. Ah, so dick ist sie gar nicht. So, und dann ist noch jemand. Achtung! Da ist noch eine. Mensch, ich bin schon gewundert, wo ist denn die? Ja, und jetzt gerade von beiden Seiten ganz böse gekriegt. Ja, nicht mit, ne? Nicht mit unserem Anliegen hier, das ist mal schlecht. Nee, wenn wir Hunger und Durst haben, sind wir ganz, nennen wir es unentspannt. Ein wenig. Ach, wir haben ja auch noch einen ersten Stock, ist ja nicht zu fassen. Oh, ich hab was zu trinken. Ja, dann Mahlzeit, nicht? So, ich guck mal nach oben, was hier oben ist. So ein bisschen. Mahlzeit beim Trinken? Ja, ne? Wenn da Stücke drin sind, sollte man kauen. So. Ist zu. Bist du eine Tür nach draußen? Wahrscheinlich, ja. Guten Tag. So, ich schau mal nach. Ob hier nicht schon jemand ist. Ah, ich guck mal im Klo. Ah, hier ist auf jeden Fall keiner. Gut. Was? Bei mir im Chat stehen böse Sachen. Aha. Die mag ich nicht laut aussprechen. Okay, da ist ein Safe. Das ist bestimmt eine Lüge. Ich denke auch. Da steht, Zowart einen geilen Arsch. Na. No. Wie kommt man jetzt auf sowas? Keine Ahnung. Entzug? Also in Österreich sagt man beim Sturmtrinken Mahlzeit. Was ist denn Sturmtrinken? Ist das Echsen? Wenn die da auf dem Gipfel hocken und das stürmt so, dann, ne? Sturm. Ach, dann trinkt man. Naja, weiß man ja nicht. Halb vergorener Wein. Ja, okay, so einen Scheiß trinke ich nicht. Ich trinke noch nicht mal normalen Wein. Nee, ich auch nicht. Den kippe ich mir höchstens in die Soße. Das war's auch denn schon. Ja, in Essen ist lecker, aber im Trinken nicht so. Nee, sowas trinkt man nicht. Boah, ich war mal einmal auf, vor Jahren von der Arbeit, musste ich auf so ein Weinfest. Und wir ganzen Sauerländer, wir haben den Wein so gepumpt wie das Bier. Das war ein Desaster am nächsten Tag. Das glaube ich. Habe ich das Ding nicht markiert? Doch. Warum klopfe ich hier eigentlich hier alleine auf den Safe? Keine Ahnung. Ich wollte dir Vorsprung lassen. Ach so. Ach ja, Ausdauer. Hallo, so mein das. Freund. Die Dachpfannen müssen ja auch mal ausgebessert werden. Also ein bisschen rissig, ne? Ja, ein bisschen. Also so eine schöne Solaranlage oder Photovoltaik würde ich da nicht mehr draufsetzen. Also ich glaube nicht, dass das hält. Aber schützt die alte Pfanne. Ja, das ist richtig. Was? Ah! Okay. Tova, ich muss das revidieren. Du hast keinen geilen Arsch, dein Avatar hat einen geilen Arsch. Na, das ist doch gut. Ja, das mit dem Kochen da oben, das ignoriere ich, weil ich kann sehr gut kochen. Also, ich kenne Pizzalieferdienst, Dönerlieferdienst, Chinesenlieferdienst.
Siehste. Ich kann dir die den Kompostbogen abgeben. Ja, mach kaputt. Ach so, gut. Habe ich noch eine Zweier Pistole und das war's dann auch schon wieder. Ich habe schwarze Grosche und Gothic-Stiefel. Ja, gönn dir. Ja, bestimmt. Die passen auch zu den anderen. Willst du die Militärstiefel haben? Was habe ich denn an? Ja, Latschen. Ich sehe meine Füße nicht. Ja, ja. Gib mal her. Da. Du läufst ja rum wie der letzte Mensch immer mal. Gibt's ja gar nicht. Ja, Stefan, dann dir viel Spaß auf der Couch. Alles klar, Stefan, bis dann, du. Viel Spaß beim Couch sitzen. Oder wie sagt man? Oder liegen. Entspannen. Oder wie auch immer. Entspannen. Was denn hier? Auf deiner Seite war gar nichts hier? Das ist ja Verarsche. Nee, da war nix. Oh, kaputt. So. Ich würde sagen... Hier, du stehst doch immer auf Licht. Ich würde sagen... Sofa? Wenn die leer ist, ist sie leer. Du stehst doch immer auf Licht. Ich stehe auf kein Licht. Warum nimmst du nicht diese wunderschöne Kerze mit? Stimmt. Wollte ich schon immer mal haben. Du hättest sie auch, glaube ich, mit E aufnehmen können. Nee. Stand da nicht. Nee? Nö. Mist. So, ab nach Hause. Hier sind massenhaft Kirchen. Das ist eine ganz christliche Gemeinde hier. Mein Güte. Ja, dann kann ja hier sowas wie Untote und sowas kann ja hier nicht rumlaufen, wenn die so heilig sind. Würde ich nicht drauf wetten. Warum ist hier ein Loch in der Wiese direkt neben dem Vogelnest? Das kommt von der Dachrinne. Weißt du, das tropft immer so runter. Ja, okay. So, ich bring das mal weg hier, weil mein, ne? Und schwer im Rücken und so. Eine völlig neue Erfahrung für mich. Ich bin mal schneller als du. Tatsächlich, ist ja nicht zu fassen. Es wollte sterben. So. Lauf, Forest, lauf. Also meiner hegelt schon wie ein großer. Mhm. Wir sollten vielleicht überlegen, auf dem Weg nach Hause nochmal hier Bäumchen zu schubsen und Steinchen zu klopfen. Mhm. Warum? Ja, weil wir von der Zeit her sicherlich nicht nochmal loslaufen. Es ist 15.10 Uhr. Meinst du nicht? Naja, wir haben jetzt drei Häuser quasi in 15 Stunden gemacht. Nein, in 11 Stunden. Das ist ja ein guter Durchschnitt, ne? Da muss ich mal sagen, das geht ratzfatz. Oh, warte, aber ich muss das mal reparieren, das hat ja keinen Sinn. Ach nein. Rezepte, wo ist das Teil da? Hast du es kaputt gemacht? Klar. Läuft. Alter, ich habe jetzt dreimal vorbeigeschossen. Nee, habe ich nicht. Wo vorbeigeschossen? An dem Zombie. Der ist an mir vorbeigeschlichen. Das ist aber auch jeder dieser Zappel, Philipp. No, den kannst du behalten. So. Oh Gott. Bloß nicht hetzen. Nee, nee. Wir sind maximal auf der Arbeit, aber nicht auf der Flucht. Nee, nee. Ne, soll ja alles im Lot bleiben. Da ist noch einer. Oh, hier brummelt schon wieder einer rum. Wieso brummeln die bei dir alle? Bei mir ist nix.
Ja, hier keine Ahnung. Vielleicht rieche ich oder so. Ja, kann sein. Guten Abend, Katral. Schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Tag, Katral. Boah, wo ist denn vorne? Da, wo die Tür ist. So. Willkommen daheim. Oh, bloß nicht hetzen. Bloß nicht hetzen. So. Schon wieder mega Durst. Ah, typisch. Memo an mich. Heute Nacht Wasser kochen. Und Fleisch. Benzin. Nein, Benzin kochen wir nicht. Nicht? Nee. Das ist eine Herausforderung. Ja, aber das ist, also, ich glaube, nee, flambierte Gerichte sind noch nichts für uns. Federn weg. Das heißt nicht, man soll Benzin wegschmeißen. Ach so. Das ist zu spät, ne? Was weg ist, ist weg. Weiß ja, kennst du ja. Ja, ja. So. Das ist. Ja, warte mal, ich kann auch hier. Willst du wirklich löschen? Ja. Wirklich? Nein. Ja. Wirklich? Ja. Nein. Nein. So, zack. Wolf! Rezepte? Wie Wolf? Ich komme nach Hause. Ich höre nur heulen. Schrotze raus. Wo ist er? So. Wo ist denn der? Das weiß ich nicht. Ich komme mal, komm mal zu dir. Okay, das heißt, wir wollen auf Wolfsjagd. Ja, wenn denn, ist ja Fleisch, ne? 110 Meter. Na, wo ist er denn? Ich weiß noch nicht. Oh, warte, hier war ein Vogelnest. Nicht ablenken lassen? Nein. Hallo? Hör, ne? Ich höre genau. Da ist er. Hast ihn? Scheint so. Magst du den kurz einsammeln? Ja, ich mach mal. Ich packe ihn dir mal mir mal auf die Schulter und dann. Der hat mich gebissen. Dafür zieh mir das Fell wieder an. Zweimal. Hast davon. So. Und auf dem Grill kommt er auch. Genau. Und essen tun wir ihn auch noch. Ja. So, ich würde sagen, ja, wie du schon sagst, ne? Gut, dann lass uns ein bisschen Holz sammeln. Steine brauchen wir nicht. Das machen wir nachts, ne? Fleisch gab's bei dem. Ist auch nicht so viel, ne? Naja, aber wenn du dann hinterher deinen Fleischermeister da skillst, dann kommt da wieder mehr raus. Na, das stimmt. Müsste ich mal machen. Bei Gelegenheit. Warte mal, wo ist denn hier der Baum? Da. Ach, hier. Mach dich mal weg. So. Aber wie viel Holz habe ich denn eigentlich schon? 1200. 1200 was? Holz. Wir brauchen eigentlich mehr Sand und so ein Krams, ne? Clay, glaube ich, brauchen wir ganz viel, ne? Ja, nee, also wir sollten mehr als zwei Reihen Cobblestone sollten wir eigentlich nicht bauen. Dann sollten wir eigentlich schon längst auf Beton sein. Und dafür fehlen dann halt die Steine. Ja. Und die Level. Ja, ja, ja. Also die Level wird das größere Problem. Ach so. Fall um. Los. So. Warte mal, wo ist unsere Hütte da hinten? Weil dann kann ich ja eigentlich nochmal fix da die paar Steine hinballern. Willst du von mir auch noch welche haben? Wie hast du hier... Ich könnte dir so 2000 in die Hand drücken. Nee, Steine habe ich reichlich, das ist nicht das Problem.
Okay. Ich brauche Steinklötze, wie die Dinger sich halt schimpfen da. Nee, die habe ich in eine Kiste gepackt, die ich hatte. Ja. Es waren aber nicht so viele. Vielleicht 200 oder so. 239 haben wir insgesamt. Haben wir nicht mehr? Ja, du hast ja schon einen Teil verbaut. 239 da und hier. Karl Lütze. Nee, sind keine drin. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir noch mal eine Runde Da hier hinten ist an. schon wieder einer, der glotzt mich an. Darf der das? So. Haha. So, wo geht das nicht? Das muss ich von oben machen. Ach, Na, Mensch. piekst das im Kopf? Offensichtlich. So. Nee, also von diesen Gammelfiechern anfassen lassen möchte ich mich nicht. Möchtest du es noch nicht? Nee, Warum findest du nicht? das cool? Nö, der Körperkontakt ist nicht so das Wahre, glaube ich. So. Halt, das habe ich doch aus dem Augenwinkel gesehen. Warte mal, wie viel habe ich denn jetzt hier gebaut? Da sind wir doch schon einmal rum. Oh Gott. Baue ich ein Schneckenhaus? Juhu. Nein! Ich Nochmal. hab's gehört. Das tat ein bisschen weh, kann das sein? Nö, hat geknackt, hat's nicht. Sicher? Ja. Also das Geräusch habe ich aber gehört. Okay. Nee, das hat nicht geknackt. Alles ganz cool. So. So. Bin ich richtig hier? Ja, na ja. So. Die Söld ist jetzt leer. Sollen wir unsere Schlafsäcke? Ja, also ich ziehe mit meinem Schlafsack um. Jo. Das ist eine gute Idee. So. So. Na toll. Ah, wird doch. Ja, ne? Ich würde sagen, sieht doch schon nach was aus, nicht? So weiß ich es nicht. Soll ich hier draußen dann noch, noch mal so das hier noch mal einzäunen hier? Ja, ne? Drach darauf und so, ne? Wo einzäunen? Was Hier einzäunen? oben, ne? Ah! Hier war ein Loch. Ah. Ja, hier wollen wir ja unsere Hütte drauf bauen, ne? Ja. Was wollte ich jetzt? Essen kochen. Ja. Und Wasser und so. Aber dann müssten wir mal irgendwo hier eine Tür reinbauen. So. Wo ist denn da die Mitte? Keine Ahnung. Magst du mir deine leeren Gläser mal eben geben? Ja.
Da. Juhu. Na. Die wollten, hast du das gesehen? Die wollten nach unten. So. Zack. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Hä? Wie nur 5? Ach so. Ich muss auch richtig gucken. Ja, das Thema mit dem Gucken, ne? Da war doch was. Ja, ja. Oh, da sind ja noch mehr Gläser. Hervorglänzend. Wir brauchen wieder neuen Schnee. Ja, denn, ne? Ist ja bald Winter. Hab mal ein bisschen Essen angeworfen, falls es recht ist. Das ist gut. Klingt nach einem Plan. So. Um Gottes Willen, wie viele Steine habe ich denn hier, alter Freund? Okay. Und kurz Töpfchen. So. Wenn wir nochmal dicht machen hier. So. Und dort und hier. Zack. Ja, ich würde sagen, da muss noch mal eine Decke rein und dann ist die Sache auch schicko. Ja, würde ich mal sagen, ne? Sag ich einfach mal so. Konsequenterweise. So. So läuft der Hase. Zack und zack. So. Das muss doch bestimmt mit dem wesentlich schneller gehen. Aber wesentlich. So soll es sein. So. Oh, der Dönerlieferant steht vor der Tür und er kommt nicht zu mir. Ach, großartig. Skandal. Hey, Haus Silver. Dann bauen wir doch mal eine Tür hier rein, hä? Wie, 2 Türen? 3 Türen? Ja. So. Warte mal. Ich würde sagen. Ich warte. Treppe machen wir aber nicht. Aber warum so viele Türen? Ja, ich kann die auch wieder rausreißen. Nö, jetzt zu spät. Jetzt habe ich Türen gebaut. Na, siehst du. Das ist doch gut. So, pass mal auf. Dann können wir hier eine Leiter hoch machen. Und eine Leiter? Läuft bei dir. So. Hier sind noch Leitern drin, ne? Die brauchst du nicht craften. Nee, das habe ich mir schon fast gedacht. Bike. 59 so. Ist eine Scheißzahl. Ich stehe auf gerade Zahlen. Siehst du, haben wir das auch fertig? Und ich nehme das mal raus hier. Zack. So. Und ich würde gerade mal sagen, die Folge ist auch sowas von durch. Schon wieder mal. Aber sowas von. Genau.
Dann sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch dann gefallen hat, nicht, dann schaltet doch nächstes Mal wieder ein, wenn wir hier nicht durch den Boden gucken können. Können wir nämlich. Auch nicht schlecht, ne? Aber nächstes Mal können wir nicht mehr durch den Boden gucken. Nächstes Mal nicht, nein. Okay, bis dann und tschüssi. Ciao.